Hallo und willkommen zur 16. Ausgabe des Nextcast. Und heute bin ich natürlich wieder mal nicht alleine, nämlich der Benny ist auch hier. Juhu. Und bevor wir mit unserem Thema beginnen, was Sie wahrscheinlich schon in dem Titel dieser News entlesen haben könnt, um was es sich denn heute dreht, fangen wir wie immer an mit den News. Und da geht es heute hauptsächlich um den 3DS. Denn Ubisoft hat ein Video veröffentlicht, in dem es zu drei ihrer 3DS-Spiele einen kurzen Trailer verfasst hat. Dieses Video können wir euch natürlich hier nicht zeigen, deswegen schaut es euch besser selbst an auf unserer Seite, also eplay-tv.de. Genau, also wirklich schön gemacht, finde ich, von Ubisoft. Und ja, ist einfach ein toller Trailer. Muss man ja sagen. Weiter geht's mit dem 3DS. Da haben wir nämlich auch noch was Interessantes, nämlich von der Tiefenwahrnehmung. Denn wenn man sich natürlich 3D eigentlich anschaut, braucht man natürlich das passende Sehobjekt dafür, nämlich eigentlich die Augen dafür, denn die sollen ja das räumliche Sehen voraussetzen. Und jetzt gibt es ein ganz neues in einem Interview von oder mit Hideki Kono, Japaner natürlich, oder Chinese, ich glaube eher Chinese. Geht nämlich hervor, dass Nintendo möchte, dass auch Spiele ohne Tiefenwahrnehmung den 3D-Effekt vom Nintendo 3DS genießen können. Also für alle die, die keinen 3D-Fernsehen oder 3D-Kinofilme schauen können, wird es wahrscheinlich die Möglichkeit geben, denen dann auf dem Nintendo 3DS das zu spielen. Die Frage ist natürlich daran, ob natürlich auch Nintendo das beibehalten möchte, denn. Aber wenn man natürlich der 3D-Effekt so bleibt bei First-Person- oder First-Party-Spielen, dann könnte es natürlich ganz komisch werden, wenn es so kosmischer Natur bleibt. Muss ja wirklich sagen, ne? 3D. Es ist ja eigentlich kein 3D, ne? Beim 3DS. Pseudo-3D. Ja, ein bisschen. Also nicht ganz schönes 3D. Ja, und da kann man eigentlich auch schon verraten, dass es höchstwahrscheinlich in der nächsten Inside-Ausgabe auch vielleicht was zum 3DS geben wird, wenn dann noch Sendeplatz frei ist, oder? Ja, wenn dein Gerät ankommt, dann schon. Ja, hoffen wir mal. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen gleich zu unserem Hauptthema, oder willst du noch was sagen? Nö, wir kommen zum Thema. Okay, heute dreht es sich nämlich um Mehrspielerspiele, denn ja, seit Urzeiten spielen die Gamer nicht alleine, sondern auch mit ihren Freunden. Das beweist auch schon Pong, oder? Ja, Pong, vor allem Pong, gerade das alte Ding mit den zwei Balken, was eigentlich nur schwarz-weiß ist. Ja, und das soll man nochmal sagen. Videospieler sind so Typen, die ganz alleine ganzen Tag lang im Keller hocken und irgendwelche Spiele spielen. Nein, sogar das allererste Spiel hatte schon eine Mehrspielermöglichkeit. Ja, und das weitete sich ja mit der Zeit immer mehr aus. Auf den verschiedenen Konsolen ist ja der Mehrspielerfaktor schon gar nicht mehr wegzudenken, ob offline oder online, oder? Ja, genau. Call of Duty ist ja ein ganz großer Titel mit Online-Multiplayer. Was gibt es denn da noch? Da gab's. Ich wollte jetzt gerade World of sagen Portal, aber Warcraft. Portal geht ja im Multiplayer-Modus nicht. Ja, aber Portal 2 dann immerhin. Das weiß ich jetzt nicht. Das habe Soll ja ich. einen Koop-Modus bekommen. So. Man kennt das ja, ne? Was die guten Leute schreiben, ne? Es kommt was. Ob es wirklich kommt, ist eine Frage. Wie beim Duke Nukem Forever. Oh. Oh. Okay, Schlechte das ist jetzt Erinnerung. ein anderes Thema. Schlechte Erinnerung. Ja, und anfangs gab es da noch nicht so viel. Vor den Zeiten des Internets gab es zwar schon Multiplayer-Spiele, wie ja wir auch schon angesprochen haben, jedoch nur offline heißt an einer Konsole. Jedoch wurde schon 1973 ein erstes Netzwerk-Mehrspielerspiel entwickelt. Welches das ist, weiß ich leider nicht genauer, aber ja. Wann war das? 1900, 1973. 73, das war noch vor Nintendo, also beziehungsweise vor Ja. Mario. Da gab es schon das erste Netzwerk-Mehrspielerspiel.
wahrscheinlich auf dieser ganz alten Konsole da. Ja, und was gab's denn vor dem Internet? Nix. Nein, LAN. Ja gut, das kann man, ne? Gerade okay. So noch. Ja, aber es gibt ja auch sehr viele LAN-Partys, die auch beweisen, dass Spieler nicht nur ganz alleine spielen. Hast du denn schon mal bei einer LAN-Party mitgemacht oder hast du irgendwelche Erfahrungen damit? Ich saß nur dabei. Sagen wir so. Also LAN-Party eigentlich nicht so. Ich bin nicht so der Fan von LAN-Partys irgendwie. Also, ich kann man da so ein bisschen hassen. Ja, okay, aber bevor das Internet so richtig Aufschwung erlebt hatte, war es schon ganz okay, oder? Ja, also, ne? Zumindest die Online-Spiele. Genau. Wenn man jetzt so überlegt, was wir jetzt alles haben, ne? Wenn man jetzt das mal in so einen Vergleich macht von früher auf heute, was hat sich denn alles geändert? Wir haben neuer Standard an DSL, mindestens 16.000 so ungefähr. Fast an jedem Haus. Ja. Wir haben... Das war ein Handy. Wir können kommunizieren mit Leuten aus der ganzen Welt. Das konnte man früher auch, schon mit Telefon und so. Ja, mit Telefon, aber du kannst nicht zusammen mit denen spielen. Ja, okay. Na gut, wir können jetzt tatsächlich auch so noch Online-Kommunikation machen, ne? Ist ja auch noch was. Aber das schweift ein bisschen vom Thema ab. Die elektronischen Briefe, wie sie denn heißen. Ja, nicht nur das. Ne? Was gibt's jetzt alles? Wir haben hier Online-Telefon, Snape, dann haben wir noch ja, einiges. TeamSpeak. Aber TeamSpeak wird ja auch richtig geil genutzt von vielen. Also eigentlich mehr von allen Gamern, wenn sie spielen. Ja, und wenn wir schon bei Online-Spielen sind, da werden das ja angesprochen, dass wirklich, meines Wissens nach, allererste MMO-RPG, wenn man das denn so bezeichnen darf, also Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, gut gesagt, oder? Am schon Anfang der 90er Jahre raus, nämlich Multi-User Dungeon. Und ja, schon mal davon gehört? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Das ist gut. Da wissen wir beide Bescheid. Ja, aber auch nicht recht bekannt. Und ich glaube auch nicht von normalen Entwicklern, sondern eher so ein Fanprojekt, glaube ich, wurde es entwickelt. Aber das erste Richtige, was man als richtiges MMORPG bezeichnen könnte, war damals Neverwinter Nights im Jahre 1991. Oh, das sagt mir was. Ganz hinten im Hinterkopf, aber kann mich nicht daran erinnern, was das war. Meines Wissens nach so ganz im entferntesten Diablo-mäßig. Ah, guck mal, das bringt schon mal die Schippe auf den Haufen. Ja, und das waren damals aber auch nicht so arg viele Spieler, schätze ich mal, auf dem Server. Bestimmt, wie zum Beispiel heute. Oh. Also wenn man jetzt überlegt, ne? Wenn man jetzt mal so ein ganz großes Online-Game nimmt, wie World of Warcraft. Mit seinen 12 Millionen aktiven Spielern. Ja, überleg mal, was du da alles an Servern brauchst. Ein Server, der hält das nicht aus. 100 Pro. Ja, gibt ja auch genug. Da muss es mal, dass die genug Geld haben. Ja, natürlich. Dafür sind ja die Monatsbeiträge da. Genau. Aber, ne? Ja, aber das ist schon ein bisschen überteuert, finde ich immer. Aber dafür gibt man Geld aus, ne? Dafür geben die Leute Geld aus. Ja. Wenn man jetzt das mal so überlegt. Jetzt sprach mein WoW-Spieler, ob er was gespendet hat für Japan. Er hat nur was für Blizzard gespendet. Ja, genau. Also ich habe auch nichts für Japan gespendet, aber ne? Sag ich jetzt mal so. Ne, aber das Geld hätte man besser investieren können, oder so meinst du? Ja, genau. Ja, aber wenn man so bedenkt, wenn man jetzt eine Zeitschrift abonniert hat, kann man das irgendwie schon so sehen. Dass das Spiel sozusagen eine Zeitschrift ist, dann das wird ja auch dann gratis aktualisiert oder geupdatet. Ja, gut, das stimmt.
Aber ist. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten größeren MMORPG, welches 1999 das Licht der Welt erblickte, nämlich EverQuest, Oh. was erstmals 3D-Grafik hatte und schon seit 17 Erweiterungen sind sogar schon dazu erschienen. 17! Ja, also, ne? Das letzte im Oktober 2010, ne? Das ist ein Spiel. Ich glaube, da sollte doch jetzt noch was Neues rauskommen, oder? Oder nicht was? Ja, EverQuest 2 gibt es ja auch schon eine Zeit lang, war aber nicht erfolgreich. Es ist normal, ne? Genauso Ja. auch wie das Spiel von Blur. Ist ja auch nicht so erfolgreich gewesen. Man sieht es Ja, und ja. das war halt eine Besonderheit aus jenem Grunde, da es ja monatliche Kosten als eines der ersten Spiele aufwies. Trotzdem wurde es im Jahre 2004 schon von 500.000 Spielern weltweit gespielt, was ja von heutigen Verhältnissen zu World of Warcraft eigentlich gar nichts mehr ist, oder? Ne, 100 Pro. Ja, und wie Also. schon angesprochen, erschien auch 2004 nicht recht erfolgreicher Nachfolger, aber naja. Ja, also, ne, das ist ja bei den Leuten immer ganz komisch. Es kommt ein Teil raus, der wird fleißig gespielt, kommt der zweite Teil raus, sinkt das so ein bisschen ab, die Kurve, die Kaufquote. Ja. Warum? Du hast auf das Spiel eigentlich keinen Bock mehr. Genau. Es ist ja genauso wie mit die Sims. Ja, das stimmt eigentlich. Es gibt eins, es gab bei eins, glaube ich, fünf Erweiterungen. Dann gab es Ja, zwei mit glaub ungefähr fast mehr. mit 12, 15 Erweiterungen. Jetzt gibt es drei schon mit so irgendwas an den 30 Upgrades schon. Also, bitte. Und jetzt gibt's auch noch die Sims Mittelalter-Version. Ja. Seit kurzem. Das ist ja aber was meines Wissens ja auch noch ein kleines Update davon. Ja. Also, für mich ist die Sims so ein bisschen gestorben. Ich glaube, 4 wird Ja, auch für nicht mich auch. kommen. Ich habe das damals wirklich gern gespielt, noch, kann ich mich erinnern. Also den zweiten Teil habe ich Und. angefangen. Da habe ich, glaube ich, auch so drei, vier Add-ons sogar dazu gekauft. Also ein. Und naja, den dritten Teil, naja, kurz mal gespielt, aber. Dann steht er jetzt die ganze Zeit im Schrank herum, ne? Ja. Ja. Liegt bei Ist mir auch im irgendwie Schrank. dasselbe. Zumindest bei den Sims. Aber man hat da ja sehr viel, ne? Was sehr viel Schrott auch dabei an den Spielen. Ja, stimmt. Also, wenn ich richtig überlege, Okay. müsste ich mal bei mir aussortieren, was denn da so alles mal für ein Shit ist, den man wegschmeißen könnte. Aber Du wegschmeißen. kannst dir mal den Insight zeigen. Das wäre mal eine Idee, aber oh. Dann gibt es dann bald Myst. Oh, nee, also ich hasse das Spiel Myst irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich das hab. Aber okay. Naja, um wieder ein wenig näher zum Thema zurückzukehren, würde ich sagen, wir reden mal über Spiele, die auf Konsole online spielbar waren. Auf Welches Konsole. war denn da das erste? Was glaubst du? Ab welchem Jahrgang geht's los? Also so wirklich online spielbar heißt. Wirklich online, das. Wie World of Warcraft mit, weiß ich nicht, bis zu 1 Million Spieler oder auf einem Server. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber was glaubst du? Welches Spiel war das? Mal scharf überlegen. Wüsste ich jetzt gar nicht. Es ist ein Teil einer mittlerweile 14-teiligen Serie. Ah, ja, Final Fantasy, ne? Genau, nämlich Final Fantasy 11, welches damals für PlayStation 2 und dem PC erschien, im Jahre 2002 übrigens.